Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe die Sony Alpha 6500 nun ein paar Wochen hier und ich habe auch schon einige Videos mit dieser produziert. Und in diesem Video erfahrt ihr 5 Gründe, wieso ich mir diese eigentlich gekauft habe. Also eigentlich 5 Kaufgründe auch für euch, wenn ihr euch eventuell eine anschaffen möchtet. Aber ich würde sagen, wir fackeln gar nicht mehr länger rum und fangen mit diesem Video an. Also viel Spaß! Der erste Punkt für die Sony Alpha 6500 ist die krasse Lowlight-Performance, denn okay, Sony-Kameras sind allgemein für ihre gute Lowlight-Performance bekannt, aber jetzt mal ganz im Ernst, die Sony Alpha 7S ist eigentlich der King. Und man merkt bei dieser Sony Alpha 6500 schon, dass es der kleine Bruder ist. Denn mit dieser Kamera kann ich bis ISO 8000 filmen oder fotografieren und das Bild bzw. das Video kann man nutzen und es ist nicht ultra verrauscht. Das heißt, wenn ich mal Bock habe, nachts fotografieren oder filmen zu gehen in der Stadt, dann ist das kein Problem. Denn mit der Sony Alpha 6500 werden die Fotos und Videos einfach nur klasse. Noch eine kurze Info dazu, den ISO kann man von 100 bis 51.200 hochschrauben. Das heißt, die Kamera macht die Nacht zum Tag und ich sage euch wirklich, dass es wirklich krass ist, wie diese Kamera einfach Licht ins Dunkle bringt. Ein weiterer Punkt, wieso ich mir persönlich die Sony Alpha 6500 geholt habe, ist, dass ich in 1080p mit 100 bzw. 120 Frames filmen kann. Und der ein oder andere wird sagen, ja okay, es ist toll, diese 100, 120 Frames zu haben, aber es ist kein 4K. Und ich muss wirklich sagen, ich bin von diesem 1080p, das diese Kamera liefert, wirklich überrascht. Und auch in 120 bzw. 100 Frames leidet die Qualität null darin. Runter. Und ich muss wirklich sagen, dieses 1080p, das diese Kamera liefert, ist wirklich klasse. Und weiteres muss ich noch dazu sagen, ist, dass ich, wenn ich normalerweise in 4K mit 25 Bilder die Sekunde filme und dann mal eine Slow-Motion-Aufnahme machen möchte und diese in 1080p aufnehme, dann kann ich die Aufnahme um das Vierfache verlangsamen, also das im Schnittprogramm natürlich, und das sieht dann wirklich einfach nur heftig aus. Ich blende euch hier mal einen kurzen Ausschnitt ein. Ein weiterer Punkt für die Sony Alpha 6500 ist, dass man mit dieser Kamera in S-Log 2 und S-Log 3 aufnehmen kann und wir haben einen 6K-Sensor. Erstmal zum Sensor. Dieser ist, wie schon gesagt, ein 6K-Sensor. Er nimmt beim Videoaufnehmen kein standardmäßiges 4K-Bild auf, sondern ein 6K-Bild. Das skaliert dann die Kamera automatisch auf 4K runter und man hat ein noch schärferes Bild als normales Standard 4K von eventuell einer G70 oder sowas. Und ich persönlich mag das, denn man kann ins Bild um einiges mehr reincroppen, man hat mehr Details im Bild und naja, als Pixel-Junkie oder Pixel-Fanatiker wie mich freut das natürlich sehr und naja, also kann man nichts gegen sagen. Noch eine kurze Sache zum APS-C-Sensor, und zwar hat dieser eine Auflösung von 24,2 Megapixel. Nun aber zu S-Log 2 und S-Log 3, und das sind Farbprofile, die ziemlich flach sind, also flache Farbprofile. Und was kann man jetzt damit eigentlich anfangen? Und das Prinzip von diesen zwei Farbprofilen ist, dass man im Nachhinein um einiges mehr Spielraum hat. Das heißt, in der Nachbearbeitung kann man um einiges mehr beim Grading machen. Also man muss eigentlich, wenn man ein gutes Bild zum Schluss haben will, muss man eine Color Correction bzw. in diesem Fall ein Grading hinzufügen. Das kann man mit verschiedenen LUTs im Schnittprogramm oder im Schnittprogramm selbst machen. Ich persönlich mag das, für meine Technikvideos nutze ich das eher selten, aber trotzdem werde ich euch jetzt mal kurz ein paar Aufnahmen einblenden, die mit S-Log 2 aufgenommen wurden. Eine Sache, die mich anfangs wirklich irgendwie genervt hat, denn ich kam von einer ziemlich großen Kamera und
Naja, wie ihr alle wisst, ist die Sony Alpha 6500 jetzt nicht gerade eine große Kamera. Sie ist minimal größer als die Sony Alpha 6300, aber sie ist nicht wirklich groß. Und wie schon gesagt, kam ich von einer eher größeren Kamera und anfangs dachte ich wirklich, dass ich ein wenig Probleme mit der Größe dieser Kamera haben werde. Und naja, es war anfangs wirklich ein wenig eine Gewöhnungssache. Ich musste mich an diese Kamera hier gewöhnen, denn sie ist wirklich klein. Aber im Endeffekt habe ich gemerkt, dass so eine kleine Kamera auch Vorteile mit sich bringt, denn ich kann sie wirklich überall mit hinnehmen und auch in meinem Amazon Basics Kamerarucksack verbraucht diese so wenig Platz und manchmal muss ich wirklich sagen, dass ich ziemlich froh bin, dass diese eher kleiner ist. Ich nutze diese Kamera ja in Kombination mit dem Sigma 18-35er und naja, dann wird die Kamera schon groß. Aber nehmen wir mal an, wir haben hier ein Sony eigenes 16-50mm Objektiv, dann kann ich wirklich sagen, dass man diese Kamera überall mit hinnehmen kann und diese verbraucht dann wirklich sehr, sehr wenig Platz. Und naja, das hat seine Vorteile und ich habe das mit der Zeit wirklich lieben gelernt. Der letzte Punkt, der von Sony groß angesprochen wurde, anfangs, wo die Kamera vorgestellt wurde, und zwar wurde in dieser Kamera nun der 5-Achsen-Stabilisator eingebaut, der auch im großen Schwestermodell, also in der A7 und 7S, eingebaut ist. Und zwar die IBIS, beziehungsweise der IBIS, ich bin mir da wirklich unsicher. Naja, ein 5-Achsen-Stabilisator, der wirklich viel bringt. Okay, nehmen wir mal die Sony Alpha 6300, die keinen hatte. Mit der kann man wirklich sehr schlecht Handheld-Shots machen, wenn man nicht einen sehr, sehr großen Weitwinkel hat. Mit dieser hingegen kann ich auch, wenn ich mal mit 35mm ranzoome, das ich glaube über 50mm bei APS-C sind, kann ich damit noch Handheld-Shots machen, was meinen Workflow um einiges verbessert, denn ich persönlich mache auch sehr oft Handheld-Shots, was mit diesem 5-Achsen-Stabilisator natürlich ein Traum ist. Viele sagen, er bringt sehr, sehr wenig und der Aufpreis von 500€ auf die Sony Alpha 6500, also von der 300 auf die 500, lohnt sich wirklich in den wenigsten Fällen. Und ja, das ist so, es lohnt sich wirklich in wenigen Fällen. Nehmen wir mal an, jemand braucht so eine Sony-Kamera nur um aus dem Stativ zu filmen und manchmal ein paar Schwenks zu machen. Und da muss ich wirklich sagen, da lohnt es sich nicht. In meinem Fall hat sich es wirklich gelohnt, denn ich mache auch sehr gerne Filme bzw. Kurzfilme oder einfach nur cinematische Aufnahmen aus der Hand, auch für Reviews auf diesem Kanal. Und für mich persönlich hat es sich gelohnt, aber da muss, glaube ich, jeder selbst entscheiden, ob es sich für einen lohnt oder nicht. Aber das war es jetzt nun auch schon wieder mit diesem Video zur Sony Alpha 6500 bzw. zu dieser Videoreihe zu dieser Kamera. Ich persönlich mag diese Kamera sehr und ich könnte wirklich ultra lange über diese Kamera sprechen, will ich aber jetzt nicht, denn das ist jetzt nur ein kompaktes, kurzes Video, wo ich ein paar Informationen reingepackt habe. Aber nun interessiert mich noch, was ihr von dieser Kamera haltet oder was ihr für Kameras nutzt. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Und natürlich würde ich mich wie immer über ein Like oder ein Abo freuen, wenn ihr keine weiteren Videos hier auf diesem Kanal verpassen möchtet. Aber nun verabschiede ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal.